Erica. Ich hatte gesagt, du sollst warten. Sorry, ich wollte da nicht allein warten. Komm, gehen wir wieder rein. Keine Sorge, wir finden jemanden, der zuständig ist. Alles wird gut. Jemand ist hier. Okay. Muss Schluss machen. Bis dann. Ich bin Sergeant Blake. Ich hatte angerufen. Ich habe ein paar Fragen an Dr. Ballard. Ich bitte um Verzeihung. Wir haben viel zu tun. Sergeant Blake, Rosa Ballard. Den Chief Inspector kennen Sie bereits. Sir, das ist Erica Mason. Tut mir leid, dass wir uns unter solchen Umständen kennenlernen. Können wir irgendwas tun, damit du dich hier wohler fühlst? Ist schon okay. Ich weiß es zu schätzen. Na komm, ich zeig dir den Weg. Du erinnerst dich nicht an mich? Ich habe mit deinem Vater gearbeitet. Ich habe auf dich aufgepasst, als du klein warst. Sie kannten meine Eltern? Ja. Dein Vater hat mir viel beigebracht. Und deine Mutter war unglaublich. Brillante Schwester. So klug und witzig. Naja. Wir sind da. Erkennst du es wieder? Mr. Steinbeck, der Nachtwächter, ist die Treppe runter, falls du irgendetwas brauchen solltest. Sieh mal unter das Bett. Onkel Lucien hat was für dich. Sie wird dich beschützen.
Schau auf den Arm. Sie ist genau wie du. Kirsty, du darfst helfen, aber nur, wenn ich dabei bin. Jemand muss auf dich aufpassen. Kein Putzen ohne Aufsichtsperson. Todeswunsch. Komm her, ignoriere sie einfach. Sie hat emotionale Probleme. Ich hoffe, du verreckst, Hannah. Was spielst du da? Das? Aria für Delphi von einem Typ. Keine Ahnung, ist sicher schon tot. Hier, setz dich. Ich will dir was zeigen. Siehst du den Teil? Ist leicht. 4 Noten. Bam, bam. Bam, bam. Ganz einfach. Das war neu. Kirsty muss im Mittelpunkt stehen. Sie ist die Unschuld vom Lande, bis irgendwas geschieht, das ihr nicht passt. Und dann...
Sofort aufhören! Erika, Sergeant Blake ist hier. Er erwartet dich im Büro. Rein. Mein Gott. Erika Mason. Du siehst aus wie deine Mutter. Letztes Mal konntest du kaum über den Schreibtisch sehen. Ich bin Lucien Flowers. Ich habe die Klinik mit deinem Vater gegründet. Sie schenkten mir eine Puppe, als ich klein war. Ich hoffe, es war auch die richtige. Hast du gut geschlafen? Ist manchmal etwas unheimlich hier. Schon gut. Danke, dass ich hierbleiben darf. Dein Vater war ein guter Freund. Gern geschehen. Ich hoffe, es stört dich nicht. Aber ich habe was für dich. Es gehörte deinem Vater. Er schenkte es deiner Mutter zu ihrer Hochzeit. Ich habe es aufbewahrt. Hey. Tut mir leid. Ich habe gerade mit der Forensik gesprochen. Erika, es ist wahrscheinlich, dass der Mörder deines Vaters auch Mr. Johar getötet hat. Es gibt vielleicht andere Opfer, von denen wir nichts wissen. Kann ich irgendwas machen? Uns fehlen die Anhaltspunkte. Aber Mr. Flowers hat etwas vorgeschlagen, wodurch du dich an das Gesicht des Mörders erinnern könntest. Ich sehe Flashes. Albträume und einen Umriss einer Frau mit Pistole, aber das ist alles. Es ist wie eine Therapie. Dein Vater hat sie entwickelt. Möglicherweise hilft sie mit deinen Albträumen. Es ist gänzlich schmerzfrei. Absolut sicher. Okay. Okay, von mir aus. Ich zeig dir ein paar Bilder, die dich entspannen und deinen Verstand öffnen sollen. Dein Vater entwarf die Regressionstherapie, um unseren Traumapatienten zu helfen. Das erste Bild ist ein Test. Sag mir einfach das Erste, was dir einfällt. Ruhe. Gut, sehr gut. Wenn dir etwas Wichtiges einfällt, dann schreib es bitte auf. Ich weiß, es ist schwer, ein Trauma erneut zu durchleben, aber du bist hier sicher. Fangen wir an. Schönheit? Schuld. Farbe. Zorn. Verkleiden. Töten. Sicher? Stopp! Thank you.
ist es immer. Vorbei. Alles okay. Hey, ganz ruhig. Was ist passiert? Schon gut. Du hast gemalt. Du hast die ganze Zeit nur gemalt. Warum hast du sie gemalt, Erika? Warum deine Mutter? Deine Mutter sagte mir, dieser Ort war ihr ganzes Leben. Sie arbeitete hier, verliebte sich hier, gebar dich hier und später starb sie auch. Dr. Ballard meint, ich soll dir das hier zeigen. Die Prozedur durchzumachen war sehr mutig. Es ist kein Wunder, dass du deine Mutter sahst. Es ist ein komplexer Prozess. Es braucht Zeit. Gib nicht dir die Schuld. Ich will es noch mal versuchen. Ruh dich aus. Entspann dich. Wir versuchen es später. Komm mit. Ich möchte dir etwas zeigen. Die brauchst du.